Vielen Dank. Dann hat jetzt Dr. Spähmann für 3 Minuten das Wort. Der zur Diskussion stehende bundesweite Aktionsplan für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt geht von fragwürdigen Annahmen aus. Gibt es bei der Spezies Mensch tatsächlich eine geschlechtliche Vielfalt? Homosexuelle stellen ihr Geschlecht gar nicht in Frage. Transsexuelle wiederum bestätigen durch ihren Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören, die binäre Geschlechtsordnung. Intersexuelle leiden unter einer Störung der Geschlechtsentwicklung, die meist mit anderen behandlungsbedürftigen Störungen einhergeht. International spricht man von Disorders of Sex Development, kurz DSD, also von Inter ist gar keine Rede. Diese Menschen lassen sich praktisch ausnahmslos einem der beiden Geschlechter zuordnen und finden dort ihre Identität. Bei 1 bis 2 Zehntausendstel aller Geburten lässt sich das Geschlechtsteil optisch nicht eindeutig einem der beiden Geschlechter zuordnen. Hierbei handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um ein genetisch weibliches androgenitales Syndrom, kurz AGS, mit überschießender Virilisierung, das heißt mit einer penisartigen Vergrößerung der Klitoris. Warum sollte es einem Mädchen mit AGS zugemutet werden, bis zur eigenen Einwilligungsfähigkeit mit einer penisähnlichen Klitoris zu leben? Die psychischen und sozialen Folgen einer unterlassenen frühzeitigen Operation lassen sich kaum verantworten. Es ist daher zu empfehlen, die Entscheidung über Art und Zeitpunkt von operativen Eingriffen bei DSD den kompetenten Teams von Kinderurologen, Eltern und Psychologen nach Richtlinien der zuständigen Fachgesellschaften zu belassen. Wir sehen also, dass es sich bei dem Begriff der geschlechtlichen Vielfalt um ein Konstrukt ohne Entsprechung in der Realität handelt. Es gibt keine Vielfalt der Geschlechter, dafür aber eine reiche Vielfalt in der Ausprägung beider Geschlechter, Mann und Frau. Auch die zweite Annahme des vorliegenden Aktionsplans, nämlich die an eine bunte Blumenwiese erinnernde Vorstellung von einer sogenannten sexuellen Vielfalt oder Vielfalt der Lebensformen, erweist sich bei näherer Betrachtung als fragwürdig. Transsexuelle und Menschen mit DSD folgen in ihrem Beziehungs- und Sexualverhalten, so sie nicht homosexuell sind, dem binären Muster. Ein transsexuelles Coming-out, zum Beispiel innerhalb einer Familie mit Kindern, stellt meiner Erfahrung nach eher eine Tragödie als eine Bereicherung im Sinne der Generierung von Vielfalt dar. Auch die komplexe Datenlage zu den gut 1% stabil homosexuell empfindenden Menschen, wenn man Männer und Frauen zusammennimmt, ja, ich habe die Daten alle da, lassen diese Lebensformen in keinem Licht erscheinen, das den Begriff der Vielfalt nahelegen würden. Zudem sind Homosexuelle über ihre Eltern grundlegend in die binäre Geschlechterordnung eingebunden, die meiner Erfahrung nach für sie die gleiche Bedeutung hat wie für Heterosexuelle. In dem vorliegenden Antrag wird die Ökologie der generationsübergreifenden Geschlechterverhältnisse, darf ich das noch fertig sagen, mit einem komplementären biologischen, seelischen und geistigen Strukturen und deren daraus hervorgehenden fundamentalen Bindungen einfach übergangen. An die Stelle tritt ein in diesem Zusammenhang völlig abwegiges, rein konstruktivistisches Verständnis von Sexualität und Familie. Während die Bedeutung des Gefüges der natürlichen Familie für die seelische Gesundheit jedes Einzelnen und für das Gemeinwohl und seine Zukunft nachgewiesen ist und dieser Nachweis ganze Bibliotheken füllt, steht der vorliegende Antrag für ein groß angelegtes Umerziehungsprogramm im Dienste einer auf die Spitze getriebenen Vorstellung von Nichtdiskriminierung und vermeintlichen Rechten Erwachsener. Danke Ihnen.